sicher baden. Sicher baden. Sicher baden. Sicher, sicher im Tod. Sicher, sicher im Leben. Sicher, sicher mit Kunst. Sicher, sicher im Tod. Design. Last private drive. Guten Flug 2500. Design. Knochenpanzer. Bis auf die Knochen. Design. Wunde. Einfach da. Installation. Only for boys, rot.
Performance. Abschied. Gedanken der Trauer um Heimat. Tauchen in das Licht des Trostes. Sicher im Leben. Installation. Die Leichtigkeit des Zerfalls. Unvorhersehbar, unsicher, schwerelos. Design. Hoffnung, befreie deinen Verstand und sei eine Sklave. Design. Götze. Die hebräischen Schriftzeichen stehen für das Herz. Im Alten Testament wird das Herz mit dem eigenen inneren Dialog des Menschen beschrieben. Im Neuen Testament findet sich hierfür das Wort Gewissen. Idee dabei, selbst einen Götzen kaufen und anschließend das eigene Gewissen Herz freimeißeln. Ob es dabei zu Bruch geht? Hält ein Götze, was er, sie, es verspricht? Bitte nicht loslassen.
Installation. Sie kommen alle auf einmal. Über das Klischee des schwulen Mannes. Design. Durst. Kunststoffe überlagern natürliche Ressourcen. Gigantische Wasserspeicher wie Kakteen werden von scheinbar unvergänglichen Plastikrinnen als Transportmittel abgelöst. Sicher mit Kunst. Bei uns zu Hause gab es keine Kunst. Nicht, wie ich sie suchte. Doch darauf komme ich noch zurück. Ganz sicher. Musik war ein hochgeschätztes Gut. Klassische samt Kirchchorälen. Auf einer Aufnahme meines Vaters entdeckte ich als Kind einmal Jazz aus den 60er Jahren. Oh, mein Herz ging auf. Was wurde aus dieser Aufnahme? Keine Museen. Keine freien, gar bildende KünstlerInnen. In Deichshausen, zu denen Kontakt bestand. Wohin mit der Kunst in mir? Zuerst auf Stein, auf Papier, bis mir das Malen untersagt wurde. Da ich in diesem, meinem Zustand des Schaffens mit Farben, nicht mehr sofort ansprechbar war. Ich galt als Träumer. Kein böser Wille.
die Not des Unbekannten. Auf die Not der Armut lag der Fokus. Ich wuchs heran. Aus dem Kind, was sich in einen Schatten verwandeln konnte, wurde ein schlechter Schüler. Alle in dieser Familie mussten kämpfen. Leiden. Der Vater tot. Träume wie Liebe auf Flügeln. Eben unerreichbar. Das verbitt ich mir. Gott war immer da. Halleluja. Gott, dir sei es von Herzen gedankt. Du hast mich als Künstler geschaffen. Aus dem Nichts. Sicher war gar nichts. Bis auf das Vertrauen auf Gott. Sicher in der Kunst, zu feige mit Anfang 20. Warum? Veronika Pögel riss meine Gedanken auf. Füllte meinen Durst mit Kunst. Die Assistenz der Kunstschule war mein Lohn. Ich spielte mit dem Wind. Das Bureau de Performance aus der Schweiz machte sich nach Oldenburg und mit dem Schiff nach Baltrum auf. Monika Günther und Röhrt Schill brachten ein Dutzend KünstlerInnen mit und lehrten mich den Ausdruck der Performancekraft. Ich kämpfte und tanzte mit dem Wind. Der Staat hatte die Performancekunst in dieser Zeit abgeschrieben. Marina Abramowitsch prüfte mich, die ich nicht einmal kannte. Woher auch? 4-mal mit Erfolg. Aber 40 Anwärter? Alibaba und die 40 Räuber wollte sie nun wirklich nicht sein. Sie hatte ihre eigene Kunst. Weiter blieb der Markt für Performancekunst hart. Zu feige. Sicher, meine Examensarbeit über Abramowitsch und Beecroft verfassen. Lieber sicher als Lehrer der Kunst. Auch Germanistik und evangelischer Theologie. Ein Jahr später den Wind als Freund haben. Eine neue Familie
mit KünstlerInnen und Kunstinteressierten, den Traum leben, sich als selbstständiger, freier und bildender Multimedialkünstler einen Namen machen. Einen Namen sogar schenken lassen. Sicher. Heiraten. Sicher. Kunst auf den Markt bringen und mit meinem selbstgewählten Ausdruck sicher. Zum Gefühl, sicher zu sein. Design, Fotografie, Installation und Performance zeigen sich mannigfaltig in meinem aktuellen, wachsenden Kunstspektakel sicher. Sozial, politisch, sexuell, kriminell. In meinem Atelier sicher Luxus. Ausstellungen und Interviews garantiert. Bis gleich.